Nur etwas für Wagemutige. 150 hartgesottene Schwimmer haben sich am zweiten Weihnachtsfeiertag in die eisigen Fluten der Nordsee gestürzt. Angefeuert wurden sie hierbei von unzähligen Zuschauern an der Westerländer Promenade. Ursprünglich aus einer Bierlaune entstanden, ist das Weihnachtsbaden mittlerweile Kult und feierte dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum. Ob im Weihnachtsoutfit, Adamskostüm oder klassisch in Bikini und Badehose, das Weihnachtsbaden ist für Teilnehmer und Zuschauer jedes Jahr wieder ein Erlebnis. Die scheidende Bürgermeisterin der Gemeinde Sylt, Petra Reiber, will vor Ende ihrer Amtszeit den Streit um den Abriss der Keitum-Therme beenden. Reibers Vorschlag: Der Betreiber des neuen Hotel Severins in Keitum, Kurt Zech, könnte die 20.000 Quadratmeter große Christiansenwiese vom Grundstückseigentümer erwerben. Mit diesem konnte sich die Gemeinde bislang nicht einigen. Zech würde die Südfläche wiederum an die Gemeinde übereignen, damit diese dort Bauprojekte für junge Sylter realisieren kann. Auf dem nördlichen Teil würde der Hoteleigentümer 9 Doppelhäuser an das Severins anbauen. Am 8. Januar soll eine Verhandlungskommission aus politischen Vertretern, Bürgermeisterin, KLM-Spitze und Bauamt die Zechlösung diskutieren. Nach langer Planungsphase und einer Bauzeit von 14 Monaten wird das Haus am Kliff heute um 11 Uhr offiziell eröffnet. Herzstück des Hauses ist der Kursaal Hoch 3, in dem Veranstaltungen stattfinden werden. Interessierte Besucher können das Kurhaus ab sofort besichtigen. Vom 29. Dezember bis 3. Januar werden Führungen angeboten.